Guten Morgen, kann ich noch sagen. Wunderschön heute bei uns da in Wien, also im Osten Österreichs. Blauer Himmel, strahlender Sonnenschein. Die Temperaturen, die könnten noch ein bisschen angenehmer sein, aber auch die sind angeblich schon im Anmarsch. Ja, schön, dass ihr mit dabei seid bei unserer täglichen Bewegungseinheit. Diese Woche auf ORF Sport Plus, das wird bis Freitag so sein. Das Schöne der Geschichte ist, wir haben jeden Tag jetzt praktisch diese 30 Minuten. Und dazu bitte noch einmal für alle Damen und Herren, wenn ihr sagt, boom, 30, das ist mir ein bisschen zu viel, macht's mit, macht die Übungen nur so gut es geht. Dazwischen eine Pause, wieder einsteigen. Ihr selbst spürt das eh am besten. Ja? Aber wie gesagt, wichtig ist, dass wir uns weiterhin regelmäßig bewegen. Okay? So, jetzt sagen, starten wir gleich hinein mit der ersten Übung. Und zwar unser Tanzerl. Das heißt, aufgepasst, wir fangen folgendermaßen an. Erstens einmal schauen wir, dass unser Nabel Richtung Wirbelsäule zieht. Dann stehen wir aufrecht da. Genau. So, und jetzt steigen wir nach vorne. Rechts vor, links vor. Rechts rück, links rück. Der V-Step. Ja? Rechts vor, rechts rück, links rück. Hat man die Karin gesagt. Ja? Und wieder rechts vor, rechts rück, links rück. Und dann können wir da schon langsam hineinfinden in den Rhythmus. Geht natürlich auch Gehhilfe, Rollator, wie auch immer. Geht, das kann man sich anhalten. Zack, kleine Schritte dann zu machen, wie auch immer. Alles ist möglich. Und natürlich auch große Schritte. Zack, ein bisschen das Ganze dynamischer zu gestalten für alle Damen und Herren. Der Profi-Variante, ja, einfach nur mal hineinfühlen. Genau, sehr schön. Rechts vor, rechts rück, links rück. Ja. Ja, die Paralympics, ja, seit 4. März im Gange bis am 13. Österreich hat, glaube ich, 16 Sportlerinnen und Sportler entsandt und wir sind ja super stark unterwegs. Wie zum Beispiel, freue mich sehr für ihn, 3 Medaillen hat er schon, er hat Gold, er hat Silber und er hat Bronze. Der Johannes Aigner, und den sehen wir da jetzt kurz einmal. Ja, also, viel Energie schicken wir von Wien nach zu unseren Athleten hin, ja, zu den Paralympics. Dankeschön, ja, damit wir weiterhin so erfolgreich sind. Top-Leistungen, die hier geboten werden, unglaublich. Ja. Sehr schön. So, jetzt bleiben wir mal kurz stehen. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir drehen das Ganze um. Das heißt, wir steigen links vor, wir steigen rechts vor, wir steigen links rück und rechts rück. Das heißt, wir haben trotzdem wieder den V-Step links vor, links rück, rechts rück. Und dann haben wir es. Zwei, genau da. Bam, bam, 1, 2, 3, 4. Genau. Sehr schön. 1, 2, 3, 4. Das ist die gemütliche Variante und dann kann man natürlich auch hier schneller werden oder größer. Ja. Zack, zack, genau, retour und wieder. Ja. Oder einfach nur so im Kleinen, aber das schneller machen. Ja. Sehr gut. Und das macht jeder so gut er kann. Sehr schön. Ja, Paralympics, Wahnsinn. Tolle Leistungen. Also. Man könnte sagen, vor allem die Alpinen immer super erfolgreich oder generell die Ausbeiter bei den letzten Spielen, Wahnsinn. Ja. Es geht weiter, das ist Motivation, die überschwappt. Ja. Das ist von Athleten auf Athletinnen und umgekehrt. Ja, sind wir stark unterwegs. So, und jetzt machen wir Folgendes. Wir gehen einmal nach rechts vor, links, rechts. Das heißt, wir machen so kurz einmal jeder für sich eine Richtung. Ja. Dann stoppen wir und jetzt gehen wir in die andere. Genau, da müssen wir ein bisschen nachdenken. Zweimal in die eine und jetzt zweimal wieder in die andere Richtung. Ja, und jetzt haben wir wieder andere Richtung. Versucht es einmal. Genau, zack, immer zweimal. Ja. 1, 2. Und jetzt andere Richtung. 1, 2. Ja, das kann man ruhig spielen, immer wieder. Und dann natürlich jeder für sich so in seiner Bewegungsgröße. So, wir bleiben gleich, ja, beim Warm-up. Und zwar beginnen wir mit dem Anfersen. Das heißt, ganz locker, entweder halten wir uns mal an oder wir stehen einfach ohne uns irgendwo anzuhalten. Also freistehend, machen es langsam oder auch da wieder geht es dynamischer. Das heißt, bis hin zur Profi-Variante, wo man richtig Schwung aufnehmen kann. Sehr schön. Genau. Ja, da bewegen wir uns ein bisschen dazu. Genau, wie auch immer, alles ist erlaubt. Man kann da zum Beispiel dazu auch klatschen. Clap your hands. Jawohl, rechts, links. Ja, sehr schön. Und wir bleiben dran. Ja, dranbleiben. Oder einfach nur
ganz normal anfersen oder dann versuchen, eine Spur dynamischer zu werden. Also ihr entscheidet darüber, über die Bewegungsgröße. Und natürlich die, die sagen, ja, ich brauche das gleich. Also die volle Action, die geben richtig Gas. Ja. Erinnert mich so ein bisschen an die Aerobic-Stunden früher, wo ich war. Ist schon ewig her. Also das ist ja schon gar nicht mehr wahr. Das war, glaube ich, damals, soll ich mich erinnern, da gab es ein Fitnesscenter in Floridsdorf, das hat, beim Pickerl war das. Und da war ich, glaube ich, der erste oder das erste männliche Wesen, das in Aerobic gegangen ist. Da haben sie alle gelacht, weil ich mir so eine blaue Hose habe ich mir gekauft, so eine ganz enge, und habe dann da mitgemacht, weil ich das voll cool gefunden habe. Ja. Richtig, sehr schön. So, nächster Step. Wir versuchen, mit unseren Fersen unsere Fingerspitzen zu berühren. Ja, sehr schön. Fersen, Fingerspitzen. Ja, sehr gut. Kommen wir zu euch. Und ja, und zuvor bei Guten Morgen Österreich, da war die Stenka zu Gast, Schriftstellerin, und die hat mir erklärt oder gesagt, dass sie auch zumindest zwei, dreimal in der Woche mitmacht, aber ihr Mann, der Leo, ist ein ganz ein Fleißiger. Hm? Ja, der Leo Bravo ist die Stenka. Hm? Sehr schön. Und auch da geht es dynamischer natürlich zur Sache, wer möchte. Und dann haben wir noch einen Step mehr. Und zwar welchen? Ja, die diagonale Geschichte. Das heißt, rechts, links. Das heißt, rechte Fingerspitzen, linke Ferse und umgekehrt langsam beginnen. Und auch da dann haben wir die Chance, dass wir da richtig schön groß werden. Jawohl. Sehr gut. Und gehen wir. Komm, bleiben wir schon dran. Sehr gut. Richtig aufgewärmt. Starten wir da hinein. Wir haben einige Seiten noch im Programm. Ja, auch für die Oberschenkel. Oberkörper, alles mit dabei. Körper, Mitte. Jawohl. Ja, sehr schön. Okay, so. Wir kommen zur Mitte. Jetzt ist es wieder wichtig, eines unserer Beine. Ihr entscheidet, linkes oder rechtes Standbein, wo wir beginnen. Verwurzeln, dann lösen wir aus. Und jetzt zeichnen wir zunächst einmal mit unseren Zehenspitzen hier einen Achter, einen vor uns liegenden. Das heißt Mobilisation, Sprunggelenk. Ganz locker. Ja. Ja, sehr schön. Sehr gut. Ja, ausgezeichnet. Gestern war der Gerfried bei uns zu Gast, das ist einer von der IP Media, die ja Guten Morgen Österreich und auch Fit mit Philipp produzieren, und hat mir erzählt, dass seine Mama auf Kur war und dort konnten sie keine Therapien zwischen 9 und 39 vergeben, weil alle gesagt haben, na, um 9 tun sie es mit uns gemeinsam. Ja. So, dann versuchen wir mal die Richtung zu wechseln. Das ist schön so, größte Bewegungsgruppe Österreichs. Sehr schön. Andere Richtung. Ja, sehr gut. Und jetzt, was machen wir? Wir haben einen Beinwechsel. Ja, sehr gut. Sehr schön. Und an dieser Stelle begrüße ich alle Damen und Herren, wo auch immer, irgendwo auf Kuraufenthalt, Reha, wo immer ihr mit dabei seid. Ja, vielleicht auch die Damen und Herren, die dann etwas später via TVC mitturnen. Sehr gut. So, und jetzt auch da mal der Richtungswechsel. Genau, Mobilisation, sehr wichtiger Faktor, wissen wir. Aber muss man auch immer wieder, sollte man immer wieder sagen und natürlich auch ausführen. Vom Wissen allein wird es nicht besser. So, anderes Bein, wieder verwurzeln. Jetzt kommt die Geschichte mit dem Knie. Das heißt, wir versuchen da einen liegenden Achter zu zeichnen. Vor uns liegen. Also so seitlich eigentlich. Einsteiger beginnen klein. Man kann sich auch gerne dabei anhalten. Und dann können wir versuchen, da richtig schön große, ausladende Bewegungen zu machen. Hüfte öffnen. Ja, sehr schön. Und da wackelt es auch so richtig. Das heißt, ja, unser Standbein ist wie immer da extremst gefordert. Auch das trainieren wir dabei. Ja. Wir mobilisieren, aber gleichzeitig stabilisieren wir. Mhm. 2 in 1. Ja. Sehr schön. Okay, super. Richtig schön groß von den Bewegungen her. Jawohl. So, jetzt stellen wir wieder ab.
anderes Bein. Ja, wieder verwurzeln, immer darauf achten auf die Körperspannung und geht schon. Abheben und klein beginnen. Ja, das Schöne bei diesen 30 Minuten ist, dass wir ungefähr so um die 15 Übungen haben und wir haben Zeit. Wir haben keinen Stress, wir können dazwischen durchatmen. Ja, angenehm, sehr schön. Auch da dann versuchen, hier größer zu werden. Sehr gut. Und wenn ihr heute nach unserer Einheit Zeit habt, dann bitte geht es vielleicht einmal raus, spazieren, laufen, Nordic walken, wie auch immer, geht eurem Sport nach, wenn es geht. Und dann schaut einmal, wie ist das Gefühl danach, ja? Nachdem wir bereits mobilisiert, aktiviert und gekräftigt haben. Es geht ganz anders von der Hand. Sehr schön, richtig schön groß oder einfach nur kleine Achter hier zu zeichnen. So, komm wieder retour. Wir lockern ganz kurz aus. So, und jetzt noch einmal Standbein wechseln, auslösen. Ja. Und jetzt können wir da unten anfangen, einen Achter zu zeichnen. Der liegt am Boden. Für die Einsteiger klein. Beginnen wir alle einmal. Und dann versuchen wir, nach oben zu wandern. Nach oben zu wandern heißt, jeder so gut es geht. Und dann schauen wir schon. Ja, sehr gut. Ja, der Bernd sagt mir gerade, das schaut anstrengend aus. Ist es auch, mein Regisseur. Der Kärntner Bur heute wieder am Ohr. Hoppala, ich sehe. Und genau, durch diese Bewegungen natürlich bringen wir uns aus dem Gleichgewicht. Und das soll ja auch ein bisschen so sein. Somit trainieren wir. Und auch den Achter, da können wir immer wieder einen Richtungswechsel einbauen. Sehr schön. So, jetzt natürlich das andere Bein. Und auch da wieder klein beginnen. Klein beginnen. Weil nach der Geschichte jetzt dann, gehen wir dann rüber ins, ja, ins Kräftigen. Und auch da versuchen wir schön langsam dann ein bisschen höher zu gehen, dort wo es geht. Ja, richtig schön. Ja, sehr gut. Komm ein bisschen vor wie der Bruce Lee erst. Sehr schön. Und jetzt wieder andere Richtung, hoppala. Und habt ihr gesehen, der Richtungswechsel, da muss unser Standbein austarieren. Also auch das, ja, ist dabei richtig gefordert. Oder einfach nur einmal ein bisschen anheben und die Einsteiger kreisen einfach da unten, wechseln auch da noch einmal die Richtung. Okay, und schütteln ganz, ganz locker aus. So, unsere Oberschenkel sind dran. Wir kommen zum Ausfallschritt. Dazu stellen wir uns folgendermaßen hin. Ja, Ausfallschritt ist klar, Oberkörper. Und jetzt gehen wir mit dem Gesäß nach unten und wieder nach oben. Also wir haben da praktisch Einsteiger, wir haben Fortgeschrittene, wir haben Profis. Gehen da richtig schön nach oben. Und beim Runtergehen können wir noch eins dazugeben, unsere Arme, dass die nach oben ziehen. Wer möchte, geht natürlich auch in der Einsteiger-Variante. Auch bei den Fortgeschrittenen geht in jeder Variante. Ihr entscheidet. Oder einfach nur genau nach unten gehen, so gut es geht. Jawohl. Sehr schön. Sehr gut. Oder halt die Arme dazu nehmen. 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Kommen nach oben. Schütteln ganz kurz aus. Sockel richten, leicht verrutscht. So, jetzt andere Seiten, auch da wieder. Immer schauen, dass wir gescheit verwurzelt sind. Dann gehen wir auch da nach unten. Und zwar Einsteiger, Fortgeschrittene, Profis. Ja. Und wie gesagt, ihr entscheidet, nehme ich die Arme dazu oder mache ich es ohne. Lass diese nach unten hängen. Sehr schön. Ja, sehr gut. Genau. Und jetzt einmal versuchen, Arme nach oben gehen. Gesäß geht nach unten, Arme nach oben. Sehr gut. Und da haben wir auch noch 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Kommen nach oben. Sehr schön. Kurz einmal durchatmen, ausschütteln, lockern und
Wir kommen gleich zur Wadenmuskulatur bzw. vorderer Schienbeinmuskel. Wir stellen unsere Beine mal zusammen. Ja? Und jetzt drücken wir uns über die Fußballen nach oben. Ja, drücken uns über die Fußballen mit den Fersen nach oben. Senken diese wieder und kurz vom Boden stoppen wir. Wir müssen es ganz leicht berühren, alles in Ordnung, aber nicht abstellen, wenn es geht. Ja? Außer es geht gar nicht, dann kurz abstellen, aber sonst versuchen wir da. Genau. Und die Atmung fließen lassen. Ja, sehr schön. Ja, weil die Ausfallschritte, die gingen ganz schön. Ist nicht so ohne. Ja, sehr schön. Kommen jetzt wieder zur Mitte. Jetzt öffnen wir, ja, so ungefähr so hüftbreit, machen da weiter. Gleiche Bewegung. Sehr schön. Sehr gut. Hoppala. War ich fast abgesprungen über den Schanzentisch, habt ihr gesehen? Jawohl, sehr schön. Und jetzt noch eine Spur breiter. Und auch hier noch einmal die gleiche Bewegung. Wir drücken uns über die Fußballen nach oben ab, Fersen senken und versuchen, den Boden nicht zu berühren. Sehr schön. Jawohl. Und nach der Übung bleiben wir bei den Beinen. Ja, eine haben wir noch. So, wir schütteln ganz kurz aus. Nehmen zwischendurch einen Schluckerl. Man könnte sagen, eine Halbzeitschluckerl. Jetzt der nächste Step. Einbeine Kniebeuge. Das ist einbeinig. Das heißt, wir schauen, dass wir ungefähr so Hüftbreit stehen. So, stellen wir seitlich hin. Dann gehen wir nach unten. Ja, und jetzt strecken wir ein Bein nach vorne, kommen mit dem Bein wieder retour und erst dann gehen wir nach oben. Ja. Dann wieder. 1, 2, 3, 4. Ja, ich zeige es von vorne mal her. Also nach unten gehen, Bein nach vorne, schauen, dass ich gescheit stehe, also verwurzelt bin, komme retour und dann schiebe ich das Gesäß wieder nach oben. Ja. Und auch da, ich sage, schau, ich ist auch gerade gewackelt. Ja. Wieder nach oben gehen. Andere Seite, ja, da muss man sich konzentrieren bei der Übung, so wie bei allen Übungen, sehr schön, und wieder nach oben. Und da kann ich entweder da anfangen, da oder da, wie auch immer, gib das Bein nach vorne, komm retour, aber dann erst nach oben gehen, wieder nach unten, anderes Bein nach vorne, wieder retour kommen und nach oben schieben. Sehr schön, geh mal, komm. Jawohl. Und wieder nach oben. Zack. Anderes Bein. Wieder retour. Und wieder nach oben. Jawohl. Sehr schön. Und nach oben. Und damit geht's noch. Nach unten. Nach vorne. Retour. Und wir kommen wieder nach oben. Sehr schön. Beine haben wir. Jetzt kommen wir zum Oberkörper bzw. zum Bindeglied. Ja. Körpermitte, Lendenwirbelsäule mobilisieren. Dazu geben wir unsere Hände praktisch Richtung Hüfte. Und jetzt, das kennen wir schon, bewegen wir da von vorne nach hinten. Ganz locker zunächst einmal beginnen. Atmung fließt, mit kleinen Bewegungen beginnen. Das heißt, wir gehen da nach vorne und dann nach hinten. Ins leichte Hohlkreuz haben wir da. Aber wie gesagt, sanft beginnen und sich herantasten. Selbst spürt man das sowieso am besten. Ich komme wieder zu euch. Sehr schön. Ja, wir haben ja viele Damen und Herren mit dabei, die erst vor einem Monat, vor zwei Monaten, vor ein paar Wochen eingestiegen sind, die zuvor nichts gemacht haben, ja, und die mir dann schreiben und sagen, ach, das tut ja richtig gut. Ja. Also Damen und Herren, die Bewegung für sich entdeckt haben. Und jetzt ist Nummer eins wichtig, wenn wir eingestiegen sind, dran zu bleiben. Ja. Sprich, wenn der innere Schweinehund sich meldet, bocken wir dem in Schmäh und nehmen ihn mit auf die Turnmatten. Ja, das soll sich auch bewegen. Nach vorne. Sehr schön. Okay, wir kommen zur Mitte. Wir bleiben in der Position. Liegt nie ganz geschlecht, leicht abgewinkelt. Oberkörperspannung, die ist da. Also Bauchnabel zieht Richtung Wirbelsäule. Und jetzt, ja, haben wir. Eins, ein Arm nach vorne, einer nach hinten. Kommen wir nach unten. Beide Arme zur Seite. Und jetzt geht der andere Arm vier. Ja, wieder retour. Und wieder Seite. Das ist unsere Bewegung. Also eins, 2, 3 und 4. Okay? Und das macht jetzt jeder, so gut er kann. Ja, und da kann man dann die Arme fliegen lassen. Zack, wir können auch dabei das Ganze ein bisschen dynamischer gestalten und in die Knie gehen. Mit jeder Bewegung
Genau, da flutscht es gleich ein bisschen besser. Ja, da haben wir einen Rhythmus drauf. Sehr schön. Versucht es einmal, ob das geht. Und auch wenn es nur langsam ist, einmal anfangen. Ja, sehr gut. Super. Ja. Also um dort anzuschließen, wo ich gerade aufgehört habe. Ja. Es ist genau die Regelmäßigkeit, die uns den Erfolg bringt. Und genau um das geht es und um nichts anderes. Ja, um uns, unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden. Sehr schön. Und geht schon, wir bleiben dran. Jawohl, drei haben wir da. Das ist die drei. Oder einfach nur ganz normal bewegen. Sehr schön. Atmung fließen lassen. Lächeln aufsetzen, wenn geht. Einfach gedanklich voll auf dich selber konzentrieren. Also wir konzentrieren uns nur auf uns, auf das, was wir tun. Wir sind in der Energie, in der positiven. Tut natürlich auch unsere Psyche extrem gut. Jawohl, sehr schön. Und geht schon. Jawohl. Okay, wir kommen zur Mitte. Schütteln ganz kurz aus. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir pflücken. Wir stellen uns vor, ja, die ersten Blüten kommen eh schon, es wird noch ein bisschen dauern, bis da was wächst, was wir abnehmen können, aber wir sind unserer Zeit voraus und greifen da mal hinauf, machen uns da lang, strecken uns da mal, ja, strecken, nach oben gehen, sehr schön, und dann kann man da natürlich auch, zack, die Zehen, auf die Zehenspitzen gehen, sie lang machen, richtig schön da durchmobilisieren, sehr gut, jawohl, ja, das ist gut. Sehr schön. Nach oben. Jawohl. Super, macht ihr das. Oder einfach nur versuchen, genau. Da nach oben, macht es euch lang. Ja, sehr schön. Trotzdem die Atmung fließen lassen. Super. Ja. Okay. Ganz kurz ausschütteln. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir bleiben in der Position. Ja. Und wenn wir nicht drinnen sind, dann schauen wir, dass wir ungefähr diese finden. Circa so Hüftschulterbreit. Armflächen zeigen nach unten, also Oberschenkel Richtung also Handflächen Richtung Oberschenkel. Und jetzt ziehen wir praktisch unsere Arme nach oben. Können uns auch vorstellen, wir haben da ein Hantel, ein Flascherl oder sonst irgendwas in der Hand. Und ziehen dann auch schön nach oben. Ja, seitdem. Sehr gut. Ja, Körperspannung ist da. Da können wir euch ein bisschen was anspannen. Genau. Körperspannung, der Nabel, der nach innen zieht. Und ihr merkt schon, auch bei mir kommen die ersten Schweißperlen. Und wo habe ich meine Flascherln? Und wie immer natürlich können wir das steigern. Ja, also das ist Steigerung, wissen wir schon, ja, geht immer wieder. Sehr schön. Und gehen wir, komm. Und ja, jawohl. Drei. Oh, da ist die drei. Zwei ganz verwirrt. In die Kamera soll ich schauen. Guten Morgen, grüß Gott. Ja. So konzentriert auf die Übungen. Mein Gott, der Burli manchmal, ja. So, und gehen wir, komm, da haben wir noch. 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Die gehen wir weg. Unsere Flascherl. Und bei uns geht es gleich weiter im Dreivierteltakt, meine Damen und Herren. Auf geht's, anschließend mit dabei sein, die Fahrtchips an der Kasse lösen. Und zwar schauen wir, dass wir ungefähr so, ja, wieder hüftschulterbreit stehen. Jetzt gehen wir da nach unten, stützen uns da ab. Und jetzt eine Handfläche, zieht da hinein. Und jetzt geht der Daumen nach oben und wir versuchen, diesen nachzublicken. Und wir versuchen dabei jetzt einzuatmen und wieder mit der Ausatmung zurückzukommen. Sehr schön. Ja. Super. Und da haben wir noch 4, 3, 2 und 1. So, andere Hand, wieder da hinein und jetzt gehen wir wieder nach oben.
Einatmen, ausatmen. Und wieder. Einatmen, versuchen den Daumen nachzublicken. Und wieder nach oben. Einatmen. Sehr schön. Super. Und da haben wir noch 7. 6. 5. 4. 3. 2. Und der letzte. Sehr schön. Kommen zur Mitte. Super. So, nächste Geschichte. Und zwar machen wir Folgendes. Wir bleiben in unserer Position. Jetzt strecken wir beide Arme nach vorne. Ja, stehen wir seitlich hin. Okay. Und jetzt steigen wir nach hinten. Unsere Hand bewegt sich, dreht sich praktisch. Ja. Wir blicken unsere Hand nach, kommen wieder nach vorne und steigen nach vor. So. Andere Seite nach hinten steigen. Und jetzt blicken wir unsere Hand nach, kommen wieder nach vorne, steigen bei. Also nach hinten steigen. Dann die Drehung unseres Armes und wieder nach vorne kommen. Sehr gut. Jawohl. Super, ich komme jetzt gleich nach vorne. Andere Seiten. Ja, lasst euch Zeit. Macht es Step by Step. Ja, ich sage es immer wieder, bitte nicht hudeln. Es ist ganz wichtig, dass wir versuchen, die Übungen so präzise wie möglich zu machen. Also jeder macht so gut er kann, ja, aber versucht natürlich sein, wie gesagt, sagt der Satz, ja, sein Bestes zu geben. Ja. Sehr schön. Und nach hinten. Ja, sehr schön. Und noch. Okay. So, ja. Nach hinten. Und jetzt machen wir einmal noch rechter Arm nach hinten steigen. Nach vorne. Und nach hinten. Jawohl, und wir kommen nach vorne. Ja, das war schon der anstrengende Teil. Jetzt geht es über in die Cooldown-Phase, wo wir ein bisschen dehnen. Und zwar dehnen C. Klassiker kennen wir auch. Für alle Damen und Herren, die neu mit dabei sind, das heißt, wir stellen ein Bein hinter das andere. Ja, glaube ich, schön zu sehen. Jetzt in der Verlängerung, ja, wir haben da das rechte Bein, das hinten steht, nehmen wir den rechten Arm, der zieht nach oben und jetzt versuchen wir da, dass wir da den Hüften kriegen. Das heißt, wir haben da die komplette Dehnung. Ja, der Bernd, mein Kameramann, macht es auch noch das falsche Bein hinten. Das könnt ihr nicht sehen. Aber im Sommer dann, wenn wir wieder draußen sind, dann verspreche ich euch, werden wir auch wieder Bilder liefern von unserem Team. So, wir kommen zur Mitte. Da haben wir heute keinen Platz. Aber nicht mehr lang und dann sind wir eh wieder draußen im Freien. So, andere Seite. Sehr schön. Die drei. Du musst dich entscheiden. Drei Kameras sind frei. Plopp. Dein Plopp, das heißt Stopp. Genau. Ob ihr recht habt oder nicht, sagt euch gleich das Licht. So, sehr schön ab und fließen lassen. Okay, wir kommen zur Mitte. So, jetzt machen wir noch einmal was kurz für unsere Atmung. Und zwar, wir machen uns groß, geht schon, komm, einatmen. Einatmen und jetzt gehen wir nach vorne. Und beim nach vorne, wirklich drückt mal alles aus den Lungenflügeln raus. Ich weiß, es klingt arg und nochmal, geht schon, komm. Einatmen und alles ausatmen. Weil genau das machen wir viel zu wenig, richtig auszuatmen. Vor allem dann zieht es da richtig schön in die Lungenflügel und so soll es sein. Da fühlen sich die Viren gar nicht wohl. Wir fühlen uns wohl, da wir uns heute schon bewegt haben. Ich freue mich morgen wieder schon um 9 Uhr in ORF Sport Plus. Und wie immer sage ich, trinken, trinken, trinken. Die Zelle, die muss schwimmen.